Vater! Fußsoldat! Schlachten werden von den Rittern mit den Lanzen entschieden. Bei dem Turnier werdet ihr sehen, König Arthur, dass unser Ritter der Bessere ist. Ich bitte um Vergebung, mein Fürst. Prinzessin? Ich glaube, ihr kennt Edward von Cornwall noch nicht. Er ist unser bester Ritter. Edmund von Cornwall kämpft für Britannien. Reed Baldrick kämpft für die Sachsen. Seht hin, Euer Majestät. Baldrick ist noch nie vom Pferd geworfen worden. Noch nie. Tochter, gib mir den Siegerkranz. Ihr habt gut gekämpft, Edmund. Danke, Majestät. Ich beende das Turnier, Katharina. Wie sagtet ihr doch, Prinz? Schlachten werden von den Rittern mit den Lanzen entschieden. Ich beglückwünsche euch, Edmund von Cornwall. Eine Krone steht eurem Haupt wohl an. Nein, lass das, Katharina. Bitte nicht. Ich will nicht ins Bett gelegt werden wie ein hilfloses Kind. Ihr müsst das verstehen, Doktor. Ich will nicht und ich kann es nicht. Ah. Bringt mir Merlin. Er weiß, wie er mich behandelt. Wenn ihr mir sagt, wo er zu finden ist. Der alte Merlin hat Camelot vor Jahren verlassen, um einen Ort zu finden, an dem er ruhig sterben kann. Er hat nicht mal seinem König gesagt, wohin er gegangen ist. Dann eben einen anderen. Ich lasse mich nicht von diesem Quacksalber behandeln. Vergesst nicht, dass es nicht der Erste und nicht der Fürst. Euer Majestät brauchen absolute Ruhe und Schonung. Ruhe und Schonung mit diesem Sachsen an meinem Hof, damit er erfährt, dass König Arthur krank ist und über den Kanal segelt und da drüben diese Nachricht verbreitet? Sie würden sofort kommen, unser Land überfallen und uns alle vernichten. Wenigstens ein paar Tage, Majestät. Davon will ich nichts hören. Du brauchst Ruhe, Vater. Du bist still, Katharina. Ich bin noch nicht tot und du bist noch nicht Königin. Du bist meine Tochter. Ich meine es doch nur gut. Aber du benimmst dich wie ein störrischer alter Narr. Also schön, kleine Hoheit. Was soll ich tun, Katharina? Ein Mann, der so klug wie mein Vater ist, muss doch eine Möglichkeit finden, sich etwas Ruhe zu gönnen, ohne dass ein Fremder davon erfährt. Das glaube ich auch. Weißt du, ich bin lange nicht mehr auf der Jagd gewesen, seit Jahren nicht. Ich war früher oft Gast eures Vaters auf Schloss Bannock. Euer Vater war ein guter Jagdgefährte. Ich werde nach Bannock reiten und auf die Jagd gehen. Euer Majestät. Auf Bannock kann ich ausruhen. Auf Bannock ist seine Majestät vor Spähern sicher. Nach Bannock müsst ihr zwei Tage reiten, Majestät. Könnt ihr nicht einen näheren Ort wählen, um eure Kräfte zu schonen? Hinaus, hinaus mit euch, Quacksalber. Ich reite nach Bannock oder bleibe hier. Wie Majestät wünschen. Wie Majestät wünschen. Ich werde die Medikamente zusammenpacken. Und kein Wort zu irgendeinem Menschen, dass ich mich nicht wohlfühle, verstanden? Selbstverständlich nicht, Majestät. Was ist mit euch beiden? Warum steht ihr hier herum? Wenn ihr mitkommen wollt, müsst ihr eure Vorbereitungen treffen. Oh. Vater! Edmund, ruft den Arzt zurück! Nein, das ist nicht nötig. Jetzt benimm dich wie eine pflichtgetreue Tochter und kümmere dich um die Vorbereitungen für unsere Reise. Ich hab dich lieb, Vater. Geh jetzt, mein Kind. Ich verspreche dir, dass ich noch nicht sterben werde. Ich gebe dir mein Wort als König darauf. Und hier, dieser Ring soll es besiegeln.
Edmund, bleibt hier. Euch brauche ich nichts vorzumachen, Edmund. Seit Merlin meinen Hof verlassen hat, habe ich euren Rat immer mehr schätzen gelernt. Falls mir etwas zustoßen sollte, habe ich zwei Bürgen dafür, dass Katharina mir auf dem Thron nachfolgen wird. Excalibur und euch. Seit 20 Jahren habe ich mich auf dieses Schwert verlassen. Seit dem Tag, an dem Merlin mich zu dem magischen Felsen geführt hat, aus dem ich allein das Schwert zu ziehen vermochte. Ein geheimnisvolles Schwert. Und nur der, der es aus der Scheide zu ziehen vermag, wird über das Volk Britanniens herrschen. Das Schwert gibt nur dem die Macht, der es in Ehren trägt. Wie ihr? Nach meinem Tod darf es um den Thron Britanniens keine Intrigen, keinen Streit und keinen Kampf geben. Sonst wird unser Volk eine leichte Beute der sächsischen Eroberer. Nein, von Tod und Untergang wollen wir nicht sprechen. Der König lebt und ist bald wieder gesund. So Gott will. Wir wollen seiner Gnade vertrauen. Wie geht es dem König? Kein anderer Mann hätte diesen Anfall überlebt. Britannien ist reif, erobert zu werden. Es ist nicht auf den Krieg vorbereitet. Nur König Arthur steht uns noch im Wege. Ich verstehe, Prinz. Aber auf diese Weise die Macht zu erringen, gefällt mir nicht. Sagt mir, wollt ihr die Macht? Du wirst in seiner Nähe bleiben. Warte auf mein Zeichen. Du wirst das tun, wozu dieser Engländer nicht den Mut aufbringt. Goldstücke, um euch vor den Gefahren dieses Waldes zu beschützen. Vor wem willst du uns beschützen? Vor mir zum Beispiel. Das hier ist mein Wald und mein Land. Der Wald gehört mir, solange ich das in Händen halte. Hört mit dem Streit auf. Was fällt dir ein, uns aufzuhalten, du frecher Lümmel, Katharina. Du? Aber das ist er doch, sitzt wie ein Wegelager auf dem Baum und droht seinem König. Oh, ich bitte um Vergebung, Majestät. Ich wusste nicht, dass ihr der König seid. Daraufhin verdopple ich den Preis. Weniger zu verlangen wäre eine Herabsetzung der Würde meines Königs. Komm runter. Und wirf deinen Bogen weg. Du willst doch nicht auf mich schießen. Komm runter, dir wird nichts geschehen. Wie heißt du? Robert Marshall, Euer Majestät. Bestiehlst du Reiche und Arme? Nur die Reichen. Bei den Armen gibt es ja nichts zu holen. Bestiehlst du die Reichen, um die Armen zu beschenken? Nein, die Beute ist zu gering, um sie unter den Armen zu verteilen. Es gibt hier viel zu viel arme Menschen. Und das durch seine Schuld. Die Steuern sind zu hoch. In meiner Grafschaft handle ich, wie ich es für richtig halte. Und nur unser geliebter König kann mich davon abhalten.
Ich hätte eine andere Antwort von euch erwartet. Steig auf ein Pferd und reite mit uns. Vater! Aber Majestät! Ich komme mit, Majestät. Aber wovon soll ich denn leben? Werdet ihr für mich sorgen? 50 Goldstücke dafür, dass du deinen Bogen für die Jagd auf Tiere benutzt und nicht auf Geldbeutel. Und für eine kleine Unterhaltung mit dir. 100 und ich bin einverstanden. Ha, du Halsabschneider. Ja, ich bin einer. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir weiterreiten, Majestät. Ich werde einen Boten nach Schloss Bennock vorausschicken, um die Ankunft eurer Majestät melden zu lassen. Nein, ich habe einen anderen Einfall. Da du den Wald so gut kennst, nimm sein Pferd und reite du voraus. Aber bitte widersteh der Versuchung, silberne Leuchter zu stehlen. Ist denn hier niemand?
Wo zum Teufel seid ihr denn? Hey! Waffe! Waffe! Vater! Medico! Führt ihn nicht an! Schnell, wir müssen ihn hineinbringen! Dort hin auf Wachen, auf den Turm! Ich glaube, mit dieser leichten Wunde wird es sogar ihr fertig werden. Wer es auch immer war, ein guter Schütze war es nicht. Prinzessin, euer Vater darf jetzt nicht sprechen. Bringt Wein. Hört auf, so viel Geschrei darum zu machen. Zieht ihn raus. Ihr tut so, als wäre es nur der Stachel einer Biene. Ich danke dir, mein Kind. Wir haben ihn im Stall gefunden. Er hat versucht, sich zu verstecken. Du? Ich bin es nicht gewesen. Ich schwöre es euch. Der Schwur eines Diebes und Mörders. Dieser Pfeil gehört dir. Ja, aber das Schloss gehört Edmund von Cornwall. Es war eine Falle. Außer dem wahren Mörder war niemand im Schloss. Er hat auf euch gewartet und auf mich. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich überfallen und niedergeschlagen. Ein Geist, der versucht, den König umzubringen. Und ein unschuldiges Opfer, das ganz zu Unrecht verdächtigt wird. Hängt den Kerl auf! Bitte. Bitte, Prinzessin, helft mir. Ich war es nicht. Ich schwöre es euch. Steh für deine Tat ein und stirb wie ein Mann. Zurück! Und jetzt, meine süße Katharina, verlassen wir diese Halle wie ein Liebespaar. Dieser Jagd das Wild sein würde. Ich begreife nicht, wo meine Dienerschaft geblieben ist. Wenn ihr erlaubt, Majestät, werde ich nach White Oak reiten, um Ersatz zu beschaffen. Gut. Bist du unverletzt? Mhm. Ich möchte wissen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Wer? Dieser junge Bursche natürlich. Ich fürchte, wir werden es nie erfahren. Werden wir zu Ende führen, was dir heute nicht gelungen ist. Zurück. Wir ziehen wieder hoch. Na, habt ihr ihn gefunden? Nein, nur sein Pferd. Thank you.
Warum bist du zurückgekommen? Ich musste kommen. Ich muss unbedingt mit euch sprechen, Majestät. Wenn du gekommen bist, um noch einmal zu versuchen, mich umzubringen, dann wirst du dieses Schloss nicht lebend verlassen. Ich war es nicht, Majestät. Ihr habt im Wald gesehen, wie gut ich schieße. Ich hätte euch ins Herz getroffen. Zünde die Kerzen an. Ich will dein Gesicht sehen, wenn wir miteinander sprechen. Sehe ich jetzt in ein ehrliches Gesicht, Robert? In das Gesicht eines Vogelfreien, nicht in das eines gedungenen Mörders. Warum bist du vogelfrei? Weil ich es liebe, so zu leben. Fühlt ihr euch stark genug zu reiten? Ja. Dann nehmt eure Tochter und ein paar ergebene Leute und reitet sofort zurück. Cornwall trachtet euch nach dem Leben. Was hat er vor? Das weiß ich nicht. Aber heute Nacht soll es geschehen. Ich bin nur zurückgekommen, Majestät, um euch meine Unschuld zu beweisen. Wenn ich lügen würde, wäre ich nicht hier. Edmund. Mein Grundsatz ist, nichts zu tun, wenn ich nichts dabei gewinne. Euretwegen durchbreche ich ihn. Aber ihr müsst mir Glauben schenken. Geh jetzt hinauf. Wecke die Prinzessin. Sage ihr, dass wir sofort abreiten müssen. Ja, Euer Majestät. Die Sachsen kommen! Die Sachsen! Vater! Sie haben meinen Vater erschlagen! Sonst erschlagen Sie euch auch! Lass mich los! Du hast sie hierher gebracht! Du hast meinen Vater ermordet! Hilf mir doch! Hilfe! Mörder! Da habe ich mir ja was Schönes aufgeladen. Prinzessin Katharina sind tot. Ermordet durch sächsische Reiter mit Hilfe des Verräters Robert Marshall. Ich übernehme die Regentschaft, um unser Land vor einer Eroberung zu beschützen. Edmund von Cornwall, erster Minister der Krone. König Arthur ist tot? Mit welchem Recht übernimmt Edmund die Regentschaft über ganz Britannien? Ja, mit welchem Recht eigentlich? Es ist gefährlich, hier eine solche Frage zu stellen. Wir sind in Edmunds Land. Seid ihr davon überzeugt, dass es ein wertvoller Ring ist? Sehr wertvoll. Ohne Frage.
Hier, hier habt ihr alles, was ihr dafür verlangt habt. Entschuldigt. Könnt ihr uns helfen? Wir suchen ein Mädchen. Haltet ihn! Haltet ihn! Männer, die suchen nach mir. Sie suchen uns beide. Also sprecht bitte leise. Ihr reitet zurück ins Lager. Lass mich zu ihnen gehen. Edmund hat euch für tot erklärt und sich zum Regenten ernannt. Wenn diese Männer euch finden, werden sie euch ebenso ermorden wie euren Vater. Um jeden Verdacht von sich abzulenken, hat Edmund seine Soldaten als Sachsen verkleidet. Das würde Edmund niemals tun. Du bist ein gemeiner Lügner. Edmund liebte meinen Vater. Und er liebt mich. Er liebt nur sich selbst. Was willst du tun? Prinzessin Katharina gegen ihren Willen am Leben erhalten. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Zieht euch jetzt aus. Was soll ich? Ich hab gesagt, zieht euch aus. Zieht das hier an. Wie kannst du es wagen, mir Befehle zu erteilen? Wir gehen zu Merlin. Er hat euren Vater zum König gemacht. Vielleicht macht er euch zur Königin. Das ist doch nur eine List. Kein Mensch weiß, wo Merlin sich aufhält. So unvernünftig kann nur eine Frau sein. Los, Prinzessin, zieht das an. Sonst müsst ihr durch den Wald laufen, so wie Gott euch geschaffen hat. Ich gehe keinen Schritt weiter. Das glaube ich euch nicht, Majestät. Können wir nicht einen Augenblick verweilen? Erst wenn wir aus Cornwalls Gebiet heraus sind. Tut es sehr weh? Habe ich zu fest zugebissen? Aber du hast es verdient. Du hast Hand an deine Königin gelegt. Du hast mich geschoren wie ein Schaf. Ich sehe doch bestimmt furchtbar aus. Wen haben wir denn da erwischt? Ja, haltet ihn, dem Himmel sei Dank, Sir.
Das ist mein kleiner Bruder, der sich im Wald verirrt hat. Was habt ihr so spät hier noch zu suchen? Wir sind auf einer Pilgerfahrt. Zum Schrein der heiligen Jungfrau von Dien, nicht wahr, Bruder? Mit eurer Erlaubnis, Sir, ziehen wir jetzt weiter. Aber nicht heute Nacht. Und warum nicht? Heute Nacht darf niemand in diesem Wald herumlaufen. Befehl von Edmund von Cornwall. Wir haben nicht so viel Zeit, den Morgen abzuwarten. Der Weg nach Dien ist noch weit. Dann seid froh, dass ihr euch vorher noch ein paar Stunden ausruhen dürft. Wir suchen ein Mädchen und einen Verräter. Ihr kommt mit in unser Lager. Haltet mich jetzt nicht länger auf. Und macht schon, dass ihr vorwärts kommt. Los, vorwärts! Da ihr uns so liebenswürdig einladet, freuen wir uns, dass wir bei euch übernachten dürfen. Nicht wahr, Kleiner? Warum antwortet der Bengel denn nicht? Da bin ich aber erstaunt, Sir. Ihr habt genau das Richtige getroffen. Das ist der Grund unserer Pilgerfahrt. Seine gelähmte Zunge soll in Dien geheilt werden. Wisst ihr, Sir, man hat uns nämlich erzählt, dass allein der Anblick der Jungfrau von Dien die wunderbarsten Heilungen vollbringen würde. Los, vorwärts, darüber! Legt euch hin! So, mein lieber Bruder. Auf diese Weise werden wir wenigstens nicht frieren in dieser kalten Nacht. Wenn du neben mir liegst, laufen mir kalte Schauer über den Rücken. Hat der Junge nicht eben gesprochen? Ich wäre dem Himmel dankbar, wenn ihr recht hättet, aber ich war es, der gesprochen hat. Los, macht euch nützlich, helft den Leuten die Pferde abladen. Ob die Flöhe wohl wissen, dass sie eine Königin beißen? Ich sag den Leuten, wer ich bin. Ich sag es ihnen. Ja, so ist es recht, Brüderchen. Ah, mein kleiner Bruder war schon immer ein fleißiges Kerlchen. Habt ihr den Beweis, Hoheit. Aber wenn euch das noch nicht genügt, greift in die Satteltasche. Da werdet ihr noch mehr Beweise finden. Es tut mir leid. Aber nun wisst ihr die Wahrheit. Was macht ihr denn da mit dem Helm? Seht euch das mal an, Sir. Mein Bruder hat sich sein Hemd daran zerrissen. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann vergesst sofort, dass ihr das hier gesehen habt. Und ob uns unser Leben lieb ist, Sir. Natürlich werden wir das sofort vergessen. Ja. Hey, wartet mal. Zieh den Fetzen aus und zieh das hier an. Nun mach schon. Der Bengel ist schon immer ein bisschen langsam gewesen. Na los. Aber das ist doch ein ganz neues Hemd. Das können wir von euch nicht annehmen. Ihr Bauern seid doch alle gleich. Wenn man euch was Gutes tun will, werdet ihr eigensinnig. Na, wenn du es dir nicht anziehst, zieh ich es dir an. Na los, komm schon, Brüderchen. Danke euch. Vielen herzlichen Dank. Er tut ja, als ob ich ihn umbringen wollte. Das würde er auch tun, wenn er wüsste, wer ihr seid. Na, Brüderchen, ist das nicht ein feines Hemdlein?
Denkt nach. Ich kann jetzt nicht denken. Ich bin müde und ich bin hungrig. Aber ihr seid die Königin. Benehmt euch wie eine Königin. Wohin ist Merlin gegangen, als er den Hof verlassen hat? Was glaubt ihr, wie lange wir mit Edmund von Cornwall Katze und Maus spielen können? Wohin ist Merlin gegangen? Ich weiß es doch nicht. Ach, Robert. Warum sind die Menschen nur so böse zueinander? Nicht alle Menschen sind so. Es sind nur wenige so, Prinzessin. Euer Vater hat Kerzen gegen die Dunkelheit angezündet. Auch ich trauere um ihn. Was euer Vater aufgebaut hat, darf kein Unberufener zerstören. Katharina, denkt bitte nach. Robert, gestern hast du diesem Soldaten einen Ort genannt, wohin wir beide gehen wollten. Den ersten Ort, der mir eingefallen ist. Den Ort Dien mit der lächelnden heiligen Jungfrau. Ich war Abt eines großen Klosters, mein Kind, wo die Jungfrau ein heilendes Lächeln hatte. Das waren immer Merlins Worte, wenn ich ihn gefragt habe, wo er früher gelebt hat. Es wäre möglich, dass er als alter Mann dorthin zurückgekehrt ist. Kommt mitten in der Nacht in mein Kloster und bringt mir eine zerlumpte Gestalt und behauptet, es wäre meine Königin? Edmund von Cornwall herrscht als Regent in Camelot und hat Excalibur in seinen Händen. In seiner letzten Stunde hat König Arthur es ihm übergeben. Das ist eine Lüge. Warum kommt ihr ausgerechnet zu mir? Ich muss an mein Kloster und an meine Mönche denken. Ihr könnt doch einfach sagen, ich hätte euch einen Jungen gebracht, der Schutz sucht. Ich denke nicht, dass man euch dafür bestrafen kann. Und wenn Edmund von Cornwall entdeckt, wen ich hier verstecke? Sobald ich weiß, wo Merlin ist, bringe ich die Königin weg. Ich sagte euch schon, ich weiß nicht, wo sich Merlin aufhält. Aber ihr gebt zu, dass er hier war. Ja, um Ketzerei zu verbreiten und die Seelen der jungen Mönche zu vergiften. Da habt ihr ihn fortgejagt. Ich sagte ihm, dass er woanders vielleicht glücklicher leben würde. Wo? Ich erlaube euch und dem Jungen, bis morgen früh zu bleiben. Aber dann müsst ihr beide fort. Ich danke euch für eure christliche Barmherzigkeit, Prior. Entschuldigt. Es gibt hier viele Mönche, die für die Lehren Merlins sind. Und manche von uns gehen noch zu ihm, um ihn zu hören. Wo ist er? Er lebt in der Hütte eines Holzfällers im Wald von Chatham. Die Leute glauben, dass er Wunder vollbringen kann. Von einem solchen Mann habe ich gehört. Aber er trug einen anderen Namen. Dieser Mann ist Merlin. Heute Abend, nach dem letzten Gebet, werde ich mit einem Pferd auf euch warten. Auf dem Friedhof. Leuten gewesen wäre. Was sollten die von einem verwahrlosten Jungen wollen? Nimm mich mit, Robert. Bitte. Wir werden beide zusammengesucht. Getrennt sind wir sicher. Aber du kennst Merlin doch nicht. Du weißt doch nicht, wie er aussieht. Merlin weiß ja auch nicht, wie ich aussehe. Kommt, ich muss zurück, bevor man mich vermisst. Wirst du auch wiederkommen? Natürlich. Wer sollte euch sonst helfen, wenn ihr wieder mal ein Hemd wechseln müsst? Robert. Hoheit, erlaubt mir, dass ich euch in Sicherheit bringe.
hier ist ein Haus Gottes. Bitte. Bitte. Ich habe euch verraten, dass die beiden hier sind. Ich habe alles getan, was ihr verlangt habt. Ich habe ihn zu Merlin geschickt. Ich habe euch die beiden ausgeliefert. Ihr habt mir versprochen, dass ihr mich... Nicht los! Lasst mich los! Die heilige Jungfrau hat also ein Wunder vollbracht. Du hast die Sprache wieder gefunden. Lasst sie fort! Vorwärts! Hier lang! An die Mauer! Komm! Komm, komm! Habt ihr denn noch nicht genug gemordet? Ich schwöre euch, sie wissen nicht, wer ich bin. Ich ließ euch nach Bennock bringen, weil wir hier ungestört sind. Habt ihr die Absicht, um mich zu werben, Edmund? Ja, denn ihr müsst wissen, dass ich euch liebe, Katharina. Auf dieselbe Weise, wie ihr meinen Vater geliebt habt. Wenn ihr mich zum Mann nehmt, und ich als euer Gemahl zum König gekrönt werde, dann werde ich euch nach Camelot zurückbringen lassen. Das ist es also, was ihr wollt. Ihr wollt, dass ich den Mann zum Gemahl nehme, dessen Hände mit dem Blut meines Vaters befleckt sind. Ja, ich werde nach Camelot gehen. Aber nur, um euren Verrat aufzudecken und um mein Recht zu fordern. Dann werdet ihr nicht hinkommen. Meine Leute sind überall. Sie bewachen alle Straßen und alle Wege, die nach Camelot führen. Seht euch doch an. Sie werden ein Bauernmädchen töten und niemand wird erfahren, dass es die Königin war. Und vorhin habt ihr behauptet, dass ihr mich liebt. Also gut, ich will nur den Thron. Liebe erwarte ich nicht von euch. Aber ihr seid König Arthurs Tochter. Es wäre das Beste für Britannien und uns alle, wenn ihr meine Gemahlin würdet. Euch allein erkennen die Lords wohl nicht an. Sie leisten euch Widerstand. Ja, aber nur wenige. Wenn sie von eurem Tod erfahren, werden sie diesen Widerstand von selbst aufgeben. Überlegt es euch noch einmal, Katharina. Werft euer Leben nicht unbesonnen weg. Ihr dürft nicht an der Vergangenheit hängen. Lebt wohl, Katharina. Erlaubt ihr mir jetzt, sie zu beseitigen? Ihr nicht tot.
einen Laut von dir gibst, bringe ich dich um. Durchsuch die Stallungen. Es geht um die hier. Lass mich los, ich bin keiner von denen. Was machst du dann hier? Ich habe mir gedacht, in einem leeren Schloss gibt es immer noch was zu holen. Ihr könnt mir vertrauen. Es bleibt euch ja gar nichts weiter übrig. Jetzt zum Tor. Wenn wir draußen sind, schneidest du das Seil durch. Wenn du uns verrätst, komme ich zurück und bring dich um. Los. Hoffentlich ist er ein ehrlicher Dieb. Seit ich die Ehre habe, euch zu kennen. Merlin? Wir haben den wundertätigen Mann gesucht. Aber wir kommen lieber in ein paar Tagen wieder. Oh, guten Tag. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen. Aus! Bringt die beiden her. Damit würdest du doch nur Dummheiten machen. Ich habe dich etwas gefragt. Man hat einen guten Mann, der uns allen geholfen hat, aus seiner Hütte fortgeschleppt. Und diese Kerle da haben sich in der Hütte versteckt. Edmunds Männer. Oder besser gesagt, die seines Vetters, des Grafen von Chatham. Und jetzt kommt ihr. Ihr seid Fremde für uns. Und in dem Augenblick, wo ihr unsere Gesichter seht, versucht ihr wegzulaufen. War dieser Mann, den Sie weggeschleppt haben, der wundertätige Mann? Wohin haben Sie ihn gebracht? Ich frage im Namen der Königin. Nur eine Frau hätte unsere Königin werden können. Katharina. Gott sei ihrer Seele gnädig, sie ist tot.
Katharina, hier steht sie lebend vor euch, trotz Edmunds Behauptung. Die? Das glaube ich dir nie, mein Freund. Ich bin Katharina, eure rechtmäßige Königin. Wo ist Merlin? Seit wann ist er in Chathams Hand? Merlin? Dieser alte Mann ist Merlin? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass sich der Graf von Chatham für einen alten Mann, der nur im Walde Kräuter sammelt, interessieren würde. Wie können wir ihn befreien? Wir müssten Chatham überfallen und beten, dass Merlin noch am Leben ist. Aber das geht nicht. Warum denn nicht? An jedem Tor stehen bewaffnete Krieger. Und außerdem, sollen wir uns gegen den Grafen erheben? Das wäre Verrat und wir würden alle den Kopf auf den Block legen. Nicht, wenn ihr auf Befehl der Königin handelt. Wenn du wirklich die Königin bist. Wir haben Arthur geliebt, aber... Nein, nein, es ist zu gefährlich. Weißt du, es ist ja möglich, dass du Arthurs Tochter bist. Aber was geschieht, wenn ich der Einzige bin, der das glaubt? Du weißt genau, was uns dann erwartet. Wo wollt ihr hin? Ich muss einen Weg finden, um Merlin zu befreien. Katharina! Ich habe gesehen, wie mein Vater ermordet worden ist. Ich habe gesehen, wie man unschuldige Mönche abgeschlachtet hat. Ich bin gejagt und gehetzt worden. Ich glaubte, Merlin bei euch zu finden. Nur deshalb kam ich zu euch. Ich werde nicht dulden, dass ein gütiger alter Mann meinetwegen ermordet wird. Ich werde ihn weitersuchen, auch wenn du, Esel, nicht glauben willst, dass ich Katharina bin. Glaubst du immer noch nicht, dass sie es ist? Du musst ausatmen. Na, siehst du, ich habe ja gewusst, dass sie dir passen würde. Hast du die Rüstung für einen Knappen gemacht oder für einen Ritter? Was willst du? Sie passt doch wie angegossen. Kannst du darin kämpfen? Bis jetzt habe ich meistens mit Pfeil und Bogen gekämpft. Aber seid unbesorgt, Königin. Ich habe auch schon gegen Ritter gekämpft. Einmal hat mich sogar einer besiegt. Aber ich hoffe, dass ich diesmal der Bessere bin. Aber vielleicht glaubt man mir auch meine Geschichte und lässt mich passieren. Wenn du wirklich ins Schloss gelangst und Merlin findest, dann schieß einen Pfeil ab, dann tun wir, was nötig ist. Dass ich ins Schloss reinkomme, das weiß ich, aber wie komme ich wieder raus? Ich werde alle Männer zusammenrufen, die einen Groll gegen den Grafen hegen. Und das sind nicht wenige. Ja. Kommt mit! Robert! Euer Majestät? Wenn du siehst, dass es aussichtslos ist, dann rette dein Leben. Halt! Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich bringe dem Grafen eine Botschaft. Wer ins Schloss darf, entscheide ich. Ich fordere euch zum Kampf, Ritter.
Mein Vater hat mir gesagt, ich soll euch suchen. Warum? Wer bist du? Katharina. Sie haben mir gesagt, Katharina wäre tot. Wie Arthur. Katharina. Ich muss mich überzeugen. Hab ich mich denn so verändert? Nein, ich müsste deine Hand küssen. Arthur hat dich zu mir geschickt. Ich muss dafür sorgen, dass du seine Nachfolgerin wirst. Was wollt ihr tun? Vorwärts! Was glaubt ihr, wo ich den feinen Grafen erwischt habe? Im Schweinestall, da wo der Kerl auch hingehört. Dafür werdet ihr alle aufgehängt. Dafür, dass wir unserer Königin dienen? Eure Königin? Behauptet vielleicht dieser alte Mann da, sie wäre eure Königin? Oder diese hergelaufenen Halunken? Auf dem Marsch nach Camelot werden wir dem Volk verkünden, dass Katharina noch am Leben ist. Wir werden nicht nach Camelot marschieren. Edmund würde uns alle unter dem Vorwand, dass wir Rebellen sind, von den Sachsen niedermetzeln lassen. Von den Sachsen? Ja, ich weiß es von ihm. Er hat versucht, mich zu überreden, Edmund zu unterstützen, damit er König wird. Die Sachsen sind auf dem Weg nach Britannien. Edmund will ihnen Britannien kampflos ausliefern. Er will ihre Schwerter für seine Morde benutzen. Dann ist also alles umsonst gewesen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Edmund hat die Adligen nach Camelot berufen, damit sie seiner Krönung beiwohnen. Du bist die Königin Britanniens. Du musst Edmund an meiner Seite gegenübertreten. Das ist unmöglich. Es wäre Selbstmord. Robert! Viele Männer haben ihr Leben gewagt, um das eure zu retten. Ja, sie haben jedes Versteck und jeden geheimen Gang in Camelot für uns erkundet. Und was haben wir davon, wenn es uns wirklich gelingt, in die Stadt zu kommen? Excalibur. Das Geheimnis dieses Schwertes wollten sie mir durch die Folter entreißen. Das Geheimnis, um das außer mir nur König Arthur wusste. Erzbischof, meine edlen Lords, lasst die Zeremonie beginnen. Die Krönungszeremonie hat begonnen. Bis hierher ist es gut gegangen. Aber ob wir unbemerkt nach Camelot hineinkommen... Wagen wir es? Du brauchst es nicht, Robert. Aber ich muss es. Thank you.
Schwörst du für Recht und Gerechtigkeit einzutreten? Ich schwöre es. Edmund von Cornwall, schwörst du, das Königreich Britannien vor allen Feinden zu schützen? Ich schwöre es. Und schwörst du bei Gott, dem Allmächtigen, für das Wohlergehen aller einzutreten, dem des Adels und des Volkes? Ich schwöre es. Durch den Tod unseres geliebten Königs Arthur und seiner Tochter Katharina ist die königliche Familie ausgelöscht. Mit Zustimmung der hier Versammelten, bekräftigt durch das Schwert Excalibur, das du aus König Arthurs Hand empfangen hast, kröne ich dich hiermit, Edmund von Cornwall, zum König von Britannien. Haltet ein, Erzbischof! Ihr seid in dem Glauben, dass Katharina tot ist. Aber sie lebt. Sie ist gekommen, um ihren Thron zu fordern und Rache an dem Mörder ihres Vaters zu nehmen. Da steht sein Mörder. Katharina ist tot. Durch deinen Verrat, Robert Marshall. Nehmt diesen Verräter fest! Wartet, Kind! Eure Treue gehört dem König. Meine Treue gehört Britannien. Du sagst, dass Katharina lebt? Wo ist sie? Euer Majestät! Hört mich an! Hört mich an! Ihr Essex! Ihr Sir Guy! Wie eine Königin? Vielleicht die Königin einer Kuhherde? Eine erbärmliche Lüge, Marschall. Eine Lüge, die dich den Kopf kosten wird. Merlin, der vertraute König Arthurs, lügt er auch, wenn er sie Königin nennt? Der arme alte Mann ist nur zu bedauern. Du hast ihn durch deine Lügen verwirrt. Ich warne euch, Edmund von Cornwall. Und ich warne dich, alter Mann, wenn dir dein Leben lieb ist. Wache! Wache! Sie ist die rechtmäßige Erbin des Thrones und nicht ihr. Durch Mord und Verrat habt ihr euch versündigt an König Arthur, an Katharina und ganz Britannien. Wenn ich lüge, dann tötet mich. Tötet mich mit dem Symbol eures Anrechts auf diesen Thron. Ich bin wehrlos. Stoßt zu! Zieht dieses Schwert und tötet mich. Streckt mich mit Arthurs Schwert nieder. Beweist, dass ich Unrecht habe. Straft mich Lügen. Unglaublich. Du hast es verzaubert, alter Mann. Nur Arthur vermochte, dieses Schwert aus der Scheide zu ziehen. Er bewies damit, dass er unser König war. Excalibur kann nur der aus der Scheide ziehen, der rechtmäßigen Anspruch auf Arthurs Thron hat. Zauberei! Verrat! Ich bin der König! Kniet vor dieser Kuhmagd nieder, wenn ihr wollt. Wer vor mir niederknien darf, werde ich nach der Schlacht entscheiden. Halt! Wartet! Britannien braucht euch! Geht und ruft alle Männer zu den Waffen, um Camelot gegen die Sachsen zu verteidigen. Wir müssen versuchen zu verhindern, dass unser Land durch Edmunds gemeinen Verrat von den sächsischen Kriegern erobert wird. Ich habe erwartet, dass ich euch als König von Britannien wiedersehe. Doch nun hat Katharina den Thron bestiegen. Er hatte den Auftrag, Katharina zu töten. Aber ihr habt es immer wieder verzögert. Ihr braucht mich, das wisst ihr. Da irrt ihr euch, Cornwall. Auf nach Camelot! Es sind immer noch zu wenige. Ich fürchte, diese
Sachsen warten nicht, bis es genug sind, Majestät. Kämpft mit Gott, Robert, und versucht, die Sachsen aufzuhalten, bis der Schmied mit seinen Leuten da ist. Eine gute Königin sein. Das weiß ich. Glaubst du das auch? Natürlich brauche ich einen König, der an meiner Seite regiert. Wie wäre es mit dem Sohn von Sir Mark? Er ist ein bisschen schwerfällig, aber... Oder vielleicht Sir Guy? Er ist wohl etwas alt, aber... Ja, die Weisheit eines Königs. Bitte hör auf, Robert. Ich liebe dich. Nein, Katharina. Du als Königin darfst keinen Mann aus dem Volk zum Gemahl nehmen.
Feldmarschall. Aus Dankbarkeit der Dienste, die du der Krone erwiesen hast, ernennen wir dich hiermit zum Grafen von Cornwall und Chatham. Wir übergeben euch die Schlösser Bennock, Vere, St. Mawes, Chatham und St. Ives. Dazu gehören die Wälder und Ländereien vom Fluss Temur bis zum Meer. Nun, wollt ihr mich heiraten? Ich weiß nicht, Katharina. Vielleicht wollt ihr mich nur wegen meines Reichtums heiraten. Wache! Wache! Katharina, bevor ich mich in Ketten legen lasse, werde ich lieber König von Britannien. Robert, du hast noch nicht gesagt, dass du mich liebst. Auf in die World of Adventure mit Kabel 1. Jung und tapfer. Ein Held am Hofe König Arthurs. Unter schwarzem Visier. Nächsten Samstag um 16:05 Uhr bei Kabel 1.